2008 gab es im Salzkammergut gleich zwei Geburtstage zu feiern. 135 Jahre Wolfgangseeschifffahrt und 115 Jahre Schafbergbahn. Für dieses Fest hat sich die Salzburg AG für Energie und Verkehr seit 2006 Eigentümer der Schafbergbahn und Wolfgangseeschifffahrt etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf dem Wasser wurde der seit 1873 in Betrieb stehende Raddampfer Kaiser Franz Josef I. modernisiert und äußerlich in seinen Zustand von 1908 zurückversetzt. Dunkler Rumpf, Sonnensegel, Holzaufbauten und Fensterrahmen sowie der verlängerte Rauchfang mit dem traditionsreichen Emblem der Salzkammergut-Lokalbahn sind nur die äußerlichen Merkmale dieser liebevollen Restauration. Tribut an die moderne Zeit ist der Antrieb durch einen Dieselmotor. Die mit Druckluft betriebene Dampfpfeife versetzt den Fahrgast allerdings in die gute alte Zeit. Ja, wir feiern heuer 115 Jahre Schafbergbahn und da sind also die Attraktivitäten, die wir rundherum setzen, glaube ich, doch bemerkenswert. Wir haben den Original-Salonwagen von Kaiser Franz Josef zurückgekauft und ihn im Originalzustand restaurieren lassen. Wir haben die erste Lokomotive der Schafbergbahn von der Niederösterreichischen Schneebergbahn zurückgeholt und zurückkaufen können. Und auch diese Lok wieder im Originalzustand restauriert. Das sind zwei ganz besondere Kleinodien. Und aus diesem Anlass, glaube ich, durchaus angebracht, dass man also hier ein ganz besonderes Highlight setzt. Weil ich denke, gerade für Eisenbahnen gilt keine Zukunft ohne Herkunft. Die historische Dampflok Z1 wurde zu diesem Zweck von der Schneebergbahn zurückgekauft, bis zur letzten Schraube zerlegt und general überholt. Dazu spendierte man der Lok einen neuen Kessel. Doch kein Jubiläum ohne eine würdige Feier. In der Remise der Schafbergbahn fand zum Jubiläum am Abend mit Shake the Lake ein ganz besonderes Spoogie-Woogie-Festival statt. Wie es dazu kam, erzählt uns der Initiator dieses Festivals, Richie Leudl. Das ist ein Boogie- und Blues-Festival. Aber es ist eigentlich mehr als ein Festival, ganz bewusst mehr als ein Konzert. Wir nennen das immer, es ist eine Lebensidee, es ist eine Stimmung. Wir befinden uns ja hier am Wolfgangsee an der Quelle der Lebensfreude. Und wir haben damals gesagt, wir machen ein Festival rund ums Klavier und rund um den See. Und was findet man rund ums Klavier und rund um den See? Da haben wir so einen schönen Spruch, weil die Leute fragen immer, was ist das Shake the Lake? Diesen Namen haben wir übrigens auch schützen lassen. Shake the Lake, das sagen wir, das ist Musik. Das ist der See, das ist der Rhythmus, wo du mit musst, das ist die Groove, die dich bewegt und es ist vor allem eine Musik, die aus dem Herzen kommt und die aus dem Bauch herauskommt und die das Gefühl berührt. Wir haben die Gelegenheit genutzt und Axel Zwingenberger zu seiner Motivation, die Bahn zu benutzen, befragt. Man kann ja Bahnfahren verstehen als etwas, wo man von A nach B kommt. Aber ich denke, das Fahren ist ein wirkliches Erlebnis. Und es sind immer mehr Leute, die sich diesem Erlebnis auch anschließen. Die ganzen Nostalgiezüge leben davon. Und überhaupt so Ausflugszüge. Und ich denke mal, es kommt darauf an, dass man die Zeit, die man im Zug verbringt, dann auch mit etwas füllt, was also mehr ist als nur, dass man von A nach B fährt. Und wir haben es ja versucht bereits mit Konzerten im Zug, werden das auch weiterhin machen. Ich habe Ausstellungen gemacht und so weiter. Es gibt eine ganze Menge, die man da tun kann. Und ich sehe eigentlich, dass dieses Erlebnis in Zukunft immer wertvoller wird, weil wir bewegen uns immer schneller durch die Gegend. Man wird immer weiter abgekoppelt von der Landschaft zum Beispiel beim Reisen. Und das ist doch etwas, was sich wunderbar verbindet mit sonstigen Genüssen, die man eigentlich während der Fahrt im Zug auch haben kann. Ein weiterer Höhepunkt des Jubiläums und ein außergewöhnliches Bahnerlebnis war am nächsten Tag die nicht ganz alltägliche Fahrt den Berg hinauf mit der Schafbergbahn.
Waggons wurden Klaviere eingeladen. Und während der Fahrt gaben bekannte Boogie-Woogie-Größen einen Vorgeschmack auf das nun folgende Konzert am Gipfel. Berggasthof fand dann vor hunderten begeisterten Fans das wohl höchste Boogie-Woogie-Konzert Österreichs statt. Den Veranstaltern von Shake the Lake rund um Richie Leudl haben damit wieder eine außergewöhnliche Idee für ein Boogie-Woogie-Konzert erfolgreich umgesetzt. Freuen wir uns auf das nächste Shake the Lake Festival, das im nächsten Jahr vom 20. bis 24. Mai am Wolfgangsee stattfinden wird.